Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von uns Pi und Tragisch. Wir dürfen gegen Gren und sein Team Aroma Imbiss antreten in der SPL. Wir sind inzwischen an Spieltag 6. Gren und ich stehen beide 3-2 und sind damit im Tabellenmittelfeld auf Platz 6 und 7. Und wir möchten das natürlich unbedingt gewinnen, um möglicherweise nochmal nach oben klettern zu können. Und generell ein paar Punkte zu sammeln. Das ist nach wie vor die Killrangliste. Hier hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Immer noch kein Mann von uns. Aber daran werden wir natürlich arbeiten. Das ist mein Team nach wie vor. Und das ist das Team vom guten Trend. Ja, auch sehr, sehr starkes Team. Da ist zum Beispiel so ein Kyurem, wo ich keinen guten Switchen habe. Mein Bulky Water ist halt Urshifu und meine Fee ist Coco, also weiß nicht, von den Typings ist es eher schwierig, den zu checken. Deswegen so ein Specs-Set sehe ich als sehr gefährlich an. Tornadoes so als defensiver Pivot denke ich ganz gut gegen meinen Kader und das offensive Nasty-Plot-Set eigentlich auch. Könnte irgendwie Arcanberry oder sowas spielen für Coco. Habe ich auch ein bisschen Angst davor. Also Thorn offensiv und defensiv sehr gut gegen mich. Nidoqueen wird auf jeden Fall mitkommen. Der ist ein hervorragender Coco-Check. Also wer würde mich stark wundern, wenn der nicht mitkommt. Und Buzzroll, denke ich, kommt auch mit. Fistef könnte der Urshifu sehr gut checken. Mit dem Rocky Helmet beispielsweise. Ansonsten, wofür könnte noch gut sein? Ja, vielleicht so als Switch-in für Tangulos oder sowas. Obwohl Tangulos schon absoluter Schrott ist in dem Matchup. Dann Fuecro kann mitkommen, muss aber nicht. Ja, das sehe ich nicht unbedingt. Pranavart ist wahrscheinlich sein, naja gut, Nidoqueen ist sein bester Tarnstellenleger in dem Matchup, würde ich behaupten. Deswegen Pranavart eventuell auch nochmal als Urshifu Switch-in mit dem H2O Absorber. Muss auch nicht mitkommen, kann aber. Gleiches vierte Lemprin. Seine Fee. Ja, weiß ich nicht. Also beim C und D, alles was noch kommt, sind alles so Kann-Mons. Also S und A sehe ich als gesetzt. Und sonst kann er sich noch zwei aussuchen. Braucht jetzt nichts unbedingt, um irgendwas zu checken. Deswegen könnte auch so offensive Optionen wie Tauros mitnehmen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Genau, ich habe versucht, ein bisschen offensiver das Teambuilding zu gestalten. Ich habe nur zwei defensive Mons mit. Eins davon ist Galar Slowking. Das ist so der Switch in Tornadoes und eigentlich auch in Kyurem. Das Teambuilding ist schon eine Weile her, deswegen weiß ich nicht mehr genau, wofür die einzelnen Spreads waren. Genau, Tornadoes knockt ja gerne Items und das beste Item, was da genockt werden kann, ist die Weakness Policy. Dann sind wir plus 2 und offensiv auch durchaus gefährlich. Denn er hat keinen Steel-Type, deswegen können wir einfach Dual-Step spielen. Und treffen alles mindestens neutral. Und ohne Item killt uns auch nicht mal so viel. Also klar, Nidoqueen killt uns. Aber Fuecro mit Knock macht ja nicht mal viel. Pranavat tankt man Hit. Und von denen können wir auch nochmal die Weakness Policy getriggert bekommen. Und sonst noch Tagedieb, Gedankengut. Ja, vielleicht kann das Set ja was machen. Genau, Gedankengut war nochmal für Kyurem, damit der uns nicht hier Pressure stallt. Zweites Mann ist Miltang, speziell defensiv mit der Speckschicht. Das ist unser Kyurem Switch in Focus Blast. Macht uns natürlich eine Million Schaden, aber ich wollte erstmal was haben, was ich in Specs Eisattacken reinschmeißen kann. Auch sehr kontroverses Set, weil ich den Steigerungshieb spiele und wenn ich plus 6 gehe, komme ich an defensiven Kyurem immer noch nicht so wirklich vorbei. Aber es war so das Beste, was mir einfiel. Ja, dann noch Eisheap für Nidoqueen und Tornadoes. Gegen die anderen defensiven Mons macht man nicht viel. Aber es ist auch nicht die Aufgabe. Und Vital Clock ist nochmal für das Kyurem, um da ein bisschen, wenn er irgendwie
Toxic Sub spielt, so ein Mist, ein bisschen besser dazustehen. Dann nächstes Mann ist Coco, den fand ich ganz nützlich, so auch defensiv beispielsweise für Tornadoes oder halt für Specs Draco, da nochmal was zu haben. Wir machen halt absolut gar nichts gegen Nidoqueen und Nidoqueen wird immer in mich reinwechseln. Ich hatte erst überlegt, ob ich irgendein Stored Power Set spiele, aber offensives Nidoqueen killt uns immer noch, plus 2 glaube ich. Also das bringt halt nichts. Deswegen haben wir das Lichtschild. Das werden wir auf das hereinkommende Nidoqueen einsetzen und dann stehen wir schon mal ein bisschen defensiv solider da. Dual Step macht nichts gegen Nidoqueen, aber gegen die anderen Mons, falls Nidoqueen mal weg ist, und Ruheort, da wir auch in Basol und Tornadoes, wie gesagt, im Notfall reinwechseln können. So, dann offensives Mon. Duraludon mal wieder dabei. Er hat keinen Steel Type. Und Draco zwiebelt schon ganz schön rein. Also, bester Switch in obviously Silempre. Der ist halt von Lichtkanone immer One-Hit. Da muss er immer sehr hoch pokern. Ansonsten, ich glaube, Full HP Tornado, selbst den killen wir mit Specs Draco. Also da will er einfach nichts reinwechseln. Eventuell noch Kangama, Spidef, Pranavarts, Fuegro. Aber auch die kriegen locker über 50%. Ja, also ich brauche nur die beiden Steps. Tarnsteine sind nice to have. Vielleicht um Specs Curum irgendwie besser in den Griff zu kriegen. Weiß ich nicht, ob ich dazu komme, die irgendwie rauszulegen. Aber wir haben sie mal für alle Fälle dabei. Und Donnerblitz nochmal für Torn. Ja, hab hier keine Moves mehr gebraucht. Die sind, glaube ich, schneller als Adamant Basol. Zumindest würde das Sinn machen. Könnte so sein. So, nächstes Mann ist Urshifu, auch mit einem recht wilden Set. Delegator, dachte ich, ist eine sehr nice Idee, weil wenn, weiß ich nicht, irgendwas raus, wir pressuren irgendwas raus, Curen beispielsweise, dann könnte Tornadoes reinwechseln, weil der immer einen Hit lebt. Wenn wir dann subben, muss er für Hurricane gehen. Und der kann natürlich auch missen. Und generell müssen wir nicht sofort rauswechseln und er drückt dann einfach U-Turn. Sub auch nochmal gut, um die Tetrobeere zu triggern. Die ist nützlich, oder das in meinen Augen nützlichste Item, was ich loswerden kann, um dann mit Akrobatik dem Bass wohl sehr viel Schaden zu machen. Ja, er kann hier viel hin und her wechseln und mich so ein bisschen ausstollen mit Rocky Helmet. Da habe ich noch den Ableit-Hieb, um wenigstens ein bisschen gegenheilen zu können. Ja, schauen wir mal, was Urshifu so machen kann. Offensiv sieht er schon sehr stark aus. So, und das letzte Mal. Ich glaube, ihr hattet lange nicht mal so ein wildes Set gesehen. Trifft Zeffeli, feiert seine Premiere. Er hat kein Steel-Type, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnt. Er hat generell keine Flugresistenz. Das heißt, wir treffen mit Flug. Attacke alles neutral, mindestens. Leider ist Trifft Zeppeli kacke und hat keine gescheite Flugattacke, deswegen muss ich hier auf den Windschnitt zurückgreifen. Der ist Stärke 60. Also, ja. Katastrophe, aber wir können uns ja hochboosten. Und dazu haben wir das Gedankengut. Wir haben den Elektrosamen und sehr viel Verteidigung. Wir gehen dann auf plus 2, 3, 4 und nichts killt uns mehr. Wir haben noch den Kraftabsorber zum Gegenheilen und als letztes den Aussetzer. Und da habe ich mir gedacht, Specs Curum macht natürlich verdammt viel Schaden, hat aber auch hohen Attack-Wert. Das heißt, wir können uns erstmal mit Kraftabsorber vollheilen. Wenn wir plus 2 Spezialverteidigung sind, leben wir immer in Ice Beam. Und danach sind wir bei 10% oder so, können dann Aussetzer einsetzen. Er hat keinen Move, muss rauswechseln. Wir setzen wieder Kraftabsorber ein, sind wieder recht fit und können dann wieder Windschnitt spammen. So die Idee dahinter. Also so viel kann uns dann auch nicht killen. Wir
fangen auch die Steps von Nidoqueen ganz gut ab. Von Basul auch. Also, falls das Set nicht so zum Einsatz kommen muss, habe ich da vielleicht nochmal einen Notfall-Switch in. Ja, und dann kann uns, wie gesagt, nicht mal so viel killen. Fuego macht uns nicht viel Schaden mit Knockoff. Hier wäre natürlich Dark Lariat sehr ungünstig. Moruda trifft uns mit Poltergeist nicht mehr. Tauros hat keinen richtig guten Move gegen uns. Ja, also eigentlich sieht der schon echt gut aus. Schauen wir mal, was der gute Wetterballon machen kann. Das seht ihr dann hoffentlich gleich im Kampf. So, dann mal los. Der Kampf gegen Gwen. Wir wünschen natürlich Good Luck, have fun. Ja, ich wusste ja nicht genau, was mitkommt, aber die vier High-Tier-Mons sind leider allesamt dabei. Also S und A-Tier. Pralawarz ist noch dabei. Das ist interessant. Wahrscheinlich nochmal so, ja, eine zweite Antwort für Coco und Urshifu. Und Moruda, den habe ich gar nicht so gesehen. Ich hoffe, der macht mir nicht so viele Probleme. Moruda wahrscheinlich zum Spin. Dann könnte es offensives Tornados sein. Das wären jetzt so meine spontanen Ideen. Ursprünglicher Plan war es, mit Slowking zu leaden, und ich glaube, ich bleibe dabei, weil der von allem was tankt. Obwohl bei Nidoqueen bin ich mir nicht so sicher. Offensive Stealth Rocks. Earth Power Leben macht. Life Orb Modest. Krass. Schon recht tanky. Gut, und dann können wir den mit Psychic rausnehmen. Ja, dann leaden wir hier mit Slowking. Okay, Delmice, das ist doof. Delmice. Killt uns, wenn er offensiv ist. Ich möchte das hier an der Stelle noch nicht so herausfinden. Wenn der irgendwie, Gott, Adamant Choice Band ist, kann der meinen Duraludon killen. Das ist natürlich doof, aber ich glaube, das ist trotzdem das Beste, was ich hier machen kann. Wir haben Miltank dabei, der beide Steps in der Theorie immunisieren könnte. Wir gehen mal in Duraludon. Und Draco macht dem halt schon sehr viel Schaden. Die Fee ist nicht dabei. Poltergeist. Okay. Der ist defensiv. Ich mach mal Leftovers in Kalk. 60 bis 71, wenn der Full Attack ist. Wenn er keine Attack ist, 49 bis 59. 48 hat er gemacht, das heißt, er hat einfach gar keine Attack. Kann uns aber killen unter Umständen. Wir gehen hier trotzdem mal für den Draco, weil wir theoretisch auch killen können. Ich weiß natürlich nicht, wie Spedeffer ist. Aber der soll ja nur ein bisschen das Team damagen. Wenn er Moruda hier viel Schaden macht, ist mir da schon geholfen. Okay. Pranawatz kommt rein. Kriegt 59%, das ist nicht sehr viel. Seismitaut. Machen wir mal Defensive Stealth Rocks. Normalerweise mache ich dem 100 bis 119. Wenn der Full Steph ist, wenn der Speed Death ist, 75 bis 89, also der ist Assault West, ziemlich sicher. Dann machen wir 50 bis 60, genau, also der ist komplett Speed Death Assault West, krass. So, Scald ist jetzt natürlich super nervig, weil ich dann nicht so viel habe, was ich reinwerfen kann. Das Gute ist, er hat jetzt keine Tarnsteine. Die sind auf Nidoqueen. Ich könnte in Urshifu gehen, aber der will halt nicht verbrannt werden.
Obwohl ich habe Heal-Bell. Aber ich glaube, ich gehe hier in Miltan. Knock-Off wäre natürlich ein bisschen stressig. Oder halt Urshifu. Wie kriegt der eigentlich? Auch nicht so viel. Aber im Gegenzug machen wir auch nur 26 bis 31. Nee, also ich glaube, wir gehen hier mal in Miltan. EQ, okay. 29%, das ist vermutlich eine normale Roll. Ja, Max Roll, aber gut, das ist egal. Ja, wir verlieren jetzt natürlich sämtliches Momentum. Aber ich denke, wir gehen ja mal für einen Ice Punch und schauen mal, was er vorhat. Weil dein Team ist irgendwie recht schwach gegen Ice Punch. Wir machen dem halt 10%. Das, na wohl, der ist ja Spedef. 12 bis 14 machen wir dem. Gehen wir mal für Ice Punch und schauen, was er vorhat. Den brauchen wir natürlich noch für Kyurem, aber der ist ja noch recht fit. Ich könnte mir vorstellen, dass Nock oder so ein Mist kommt. Low Kick sollte, glaube ich, nicht viel Schaden machen. Low Kick, nee, das macht nicht mehr als EQ. Also das bringt ihm da nicht viel. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier einfach Nock kommt. Ich denke, dass sich der hat seinen Job teilweise getan. Aber, okay, Basel, Rocky Helmet, yep. Das war schon absehbar. So. Was macht man gegen den Kollegen? Also ich habe halt gute Antworten in Kampfattacken. Ich weiß nicht, ob hier Instant Close Combat kommt. Ja, der Zug war wahrscheinlich gerade ein bisschen verschwendet. Hätte ich einfach rausdoubeln können. Killen 2 EQ, denn das Glowking war so. Achso, vielleicht sehe ich auch was am Schaden. Machen wir mal Uber Defensive. 6,6 bis 7,8. 7% hat er gemacht. Hätte er 0 Verteidigungspunkte, würde man 7,4 machen. Also wahrscheinlich eher Fistev. Damit war zu rechnen. Ich denke, ich gehe hier mal in Coco, weil der einen Hit leben sollte. Earthquake macht. Ah, leben wir doch nicht so sicher. Slowking ist wahrscheinlich auch Two-Hit. Ja, ziemlich sicher. Das ist doof. Ah, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Ich könnte auch in Urshifu gehen. Der kriegt nicht so viel Schaden. Ich glaube, das mache ich tatsächlich. Erst zwar mein Switch in, aber alles andere kriegt zu viel Schaden. Weil ich glaube, er geht hier für EQ. Close Combat macht. Knapp über die Hälfte. Dann kriegen wir die Beere und verlieren und haben dann kein Item. Das wäre eigentlich ganz, ganz nützlich. Überlegt noch. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht cancel ich auch nochmal. Aber ich habe halt auch keinen besseren Switch in. Nee. Ich glaube, wir machen das so. Toxic. Okay, krass. Lucky von mir. Gut, ich meine, ich habe Heal-Bell, aber trotzdem lucky. So, und jetzt denke ich, werde ich meinen Coco gehen. Na, jetzt wird Donnerschlag oder sowas kommen. Dynamize. Okay. Der kann jetzt wieder Poltergeist und sowas machen. Ich glaube, wir gehen hier ganz stumpf in Duraludon.
Der sollte noch einen Hit tanken. Ich könnte mir vorstellen, dass der Double in Nidoqueen kommt. Ja. Ja. Aus gutem Grund habe ich mir nicht die Highlights angeschaut. Das ging eher nach hinten los. Nidoqueen, den möchte ich natürlich anchippen. Ich kenne noch nichts von dem Set, aber ich gehe davon aus, dass der langsamer ist als wir. Draco kann killen. Wir gehen hier für Draco. Könnte jetzt auch Scarf oder so ein Mist sein. Also wenn der Modest full in it ist, kommt er auf 251, dann sind wir immer schneller. Und der hat ihn gerade in Coco reingeschmissen. Also wie schon zu erwarten war, ist das der... Ach, ich registriere jetzt erst die Spitzen ab. Finde ich stark. Okay, der ist bedeff, aber fast besiegt. Sehr schön. So, wie gehen wir da jetzt vor? Äh, 93% hat der bekommen. Ich schau mal. Duraludon, ja, der ist halt einfach so Full HP 98 bis 115, wenn er Full Special Defense ist. 75 bis 89. Also ist er ein bisschen init noch. Okay, also ich habe jetzt eigentlich auch nicht so viele Optionen, weil Coco killt den nicht. Also muss ich in Urshifu gehen. Das Problem ist, ich habe noch die Beere. ja, machen wir trotzdem. Und wir subben hier. Wird halt jetzt in Basur gehen. Wie viel macht Akrobatik dem mit Item? Zu wenig. Kennt dann halt mein Set. Aber... ja gut, die Hälfte. Oh, das ist eigentlich guter Schaden. Wir subben hier. Oder gehen wir instant für Akrobatik? Nee, wir subben mal eine Runde. Vielleicht geht er nämlich auch in Tornados oder sowas. Also, Duraludon zu verlieren ist natürlich ein bisschen doof, aber für den Chip auf Nidoqueen mache ich das gern. Weil Deathwing-Clean sieht jetzt schon recht gut aus. Kriegt doch keine. Obwohl, vielleicht sollte ich ihn lieber killen, bevor hier. Ne, Delmais kommt, okay. Ist halt einfach doppelt. Nee, ich gehe einfach auf Akrobatik, auch wenn ich dem dann nicht viel Schaden mache. Delmais. 35 bis 41. Das macht natürlich nichts, aber egal. 26, okay. Grassnot, alles klar. Wäre jetzt natürlich eine Möglichkeit, das Miltank wieder hochzukriegen. Der ist einfach komplett Fistelf, oder? Ja. Krass. Ja. Das heißt, ohne Item. Machen wir 50 bis 59. Crasnot, der hat 86 Spezialangriff. Warum spielt der Crasnot? Ach, weil der uns damit killt. Sind wir so fett? Scheinbar. Ja, wir gehen in Miltank. Ich denke, man wird noch Synthese haben und vielleicht irgendein Coverage-Stuff. Die
Trapping-Attacke wäre ein bisschen stressig. Aber ich kann ja leider auch nicht ins Slow King gehen. Also bleibt eigentlich nur Miltank übrig. Und später kann ich dann nochmal subben mit Urshifu. Das ist eigentlich sehr, sehr nice. Okay. Grass Knot. Okay. Normalerweise müsste ich den jetzt hier hochheilen. Aber ich glaube, ich gehe ins Slow King, weil hier wird halt niemals Poltergeist kommen. Weil zumindest wüsste ich nicht wieso. Wenn ich den dann schon mal ein bisschen gehittet kriege. Ich meine, wir verlieren halt das Item. Dann macht er auch keinen Schaden mehr. Ja, ich denke, das passt so. Ich könnte mir vorstellen, dass wieder Basol reinkommt. Und dann müsste eigentlich was sacken. Das heißt, Seismitoad könnte halt auch noch abschmeißen. Ich glaube, den brauche ich auch am wenigsten. Ja, muss ich mal gucken, wie ich hier noch durchbrechen kann. Kyurem ist jetzt auch recht gefährlich, weil ich geschwächtes Miltank habe. Aber wenn er jetzt wieder in Basol geht, muss ich wieder riskante Plays machen. Fühle ich nicht so. Ich meine, der ist, glaube ich, auch minus Init. Das heißt, Slowking könnte schneller sein unter Umständen, wenn er Grass Knot spielt. Ich bold, das hat doch gar keinen Sinn. Machen wir plus Death minus Speed oder sowas. Dann ist der halt immer noch. Achso. Dann ist der immer noch schneller. Schade. Er überlegt noch. Okay, Basol kommt rein. Das heißt, er kriegt jetzt viel Schaden. Aber er wird den halt höchstwahrscheinlich jetzt rausnehmen. Weil Psychic kann killen. Obwohl mit Full HP. Naja, macht schon ein bisschen Schaden. Also jetzt wird Seismitoad kommen. Und der kriegt halt nicht viel. Aber es ist trotzdem das Beste, was ich machen kann, leider. Yep. Psychic 21%, wir kriegen den Drop. Ich möchte aber gerne die Weakness Policy noch behalten. Ich wechsle einfach in Miltank und heile den dann hoch. Der kann mir eigentlich nicht so viel machen. So, damit ist der hoffentlich in Range für Dazzling Gleam. 252 Spezialverteidigung macht der 16 bis 19. Okay, dann ist der Knockoff. Schade. Aber wir können ihn jetzt hier hochheilen. Ja. Vielleicht drinbleiben doch ein Play gewesen, aber nee. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier reinkommt. Was soll vielleicht, dann würde ich glaube ich wieder in Urshifu gehen. Und so langsam könnte vielleicht Coco wirklich was machen. Hätte ich nicht gedacht. Weil er doch sehr viele gute Antworten hat. Schauen wir mal. Also, meiner Meinung nach macht das Sinn, sich den zu keepen, genau. So, Basol. Wir bleiben hier nicht drin, weil wir davon nichts haben. Ich glaube, wir gehen tatsächlich wieder in Urshifu. Der macht uns nicht unendlich viel Schaden. Wir können dann Akrobatik rauszimmern. Machen wir mal sowas. EQ. Nice. So. Wir setzen jetzt Akrobatik ein.
Oder wir subben. Für ihn ist das jetzt... Er darf mich eigentlich nicht subben lassen. Sonst verliert er halt zwei Mons. 31 bis 36 macht er mit Drain Punch, das ist halt auch nicht so viel. Non. 69 bis 83 ungefähr machen. Ich glaube, den Schaden nehme ich mit. Tornados, okay. Hasebel. Was ist das für ein Schaden? Tornadoes. Oh, your nasty plot. Killt mich, wer hätte es gedacht. 48 bis 57. Der ist ziemlich offensiv. Hat nur ein bisschen KP. 40 bis 47. Könnte auch Full HP sein, okay. Ich glaube, ich gehe hier tatsächlich in Coco. Kommt der Knock? Hurricane kommt und der misst. So, wir müssen jetzt hier für Dazzling Gleam gehen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er drinnen bleibt. Wir könnten auch Light Screen aufsetzen. Wie viel kriegt Nidoqueen? Nidoqueen, Ayo Stealth Rocks. Ah, wahrscheinlich kriegt der gar nichts. 252. Sehr kalt, die 11 bis 13. Naja, 2 reichen immerhin. Wir gehen hier für Dazzling Gleam. Ich denke, wird das Seismitoad abschmeißen. Weiß ich nicht, ob ich den kill tatsächlich von der Range. Machen wir Defensive Rocks. Assault Rest. 20 bis 24, wenn er noch Speed Death hat. Nee, also wir müssen hier angreifen. Light Screen ist jetzt, glaube ich, nicht der Play. Ja, passiert gerade nicht so viel. Er überlegt noch. Eigentlich muss er jetzt was hacken. Er weiß eigentlich auch, dass ich niemals auf Donnerblitz gehen kann. Wenn er verrückt ist, bleibt er drin. Aber hat er eigentlich auch nicht so viel gekonnt. So oder so. Aufregend. Also ich denke mal, Seismitoad wird jetzt kommen. Obwohl er verliert dann halt seinen... Obwohl gegen Searching Strikes hat er eigentlich genug. Braucht er nicht unbedingt. Achso, auch eher glücklich, dass wir den Hurricane hier gedodged sind. Okay, er bleibt wirklich drin. Sludge Bomb. Shit. Hat er stark gemacht. Das Problem ist, wir müssen dann den Trift Zeppeli. Weil wir halt obviously keinen Feld mehr rauskriegen danach. Das ist doof. Also die Poison ist ein bisschen ärgerlich. Gute Nachricht ist, dass der jetzt recht low ist. Ich glaube, wir gehen ja mal für den Lightscreen. Hat sehr viel Spezielles. Genau, Nidoqueen kommt. Wir gehen für den Lightscreen und gehen jetzt in Trift Zeppeli. Ab geht's. Und dann Call meinten wir ein bisschen. So. Donnerblitz sollte eigentlich nicht so viel Schaden machen. So oder so gehen wir hier für Call Mind. Ab jetzt sind die Rocks nicht mehr so katastrophal.
weil die einzige Schwäche jetzt schon drin ist. Kyurem wäre jetzt ein bisschen stressig. Specs Kyurem vor allem. Okay, hat er Donnerblitz? Toxic. Doof. So, killen wir den denn? Nidoqueen. Plus 1 gegen speziell Defensives. Ich mach den mal komplett Spidef. 25 bis 30 sollte killen. Dann gehen wir mal für R-Cutter. Toxic ist wirklich doof. So. Kyurem könnte jetzt reinkommen. Ich muss noch überlegen, wie wir das jetzt hier gewinnen. Das Koko weg ist, ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich hätte dann vielleicht eher fürs Lightscreen gehen sollen, aber ja, hat er sich getraut drin zu bleiben, war halt auch guter Play. So, wir gehen schon mal nicht 6-0 unter. Schön. So, jetzt kommt halt Kyurem. Nehme ich an. Wir könnten uns überlegen, den sogar noch aufzuheben. Aber ich wüsste auch nicht wofür. Also Kyurem kriegt halt probably gar keinen Schaden. Slowking hat auch noch gar nicht am Kampf teilgenommen. Ja, das Gute ist, dass wir mit Akrobatik jetzt eigentlich einen Kill kriegen. Nur Kyurem kann da noch reinwechseln. Da wird man natürlich auch noch nichts über Set. Damals denke ich mal noch Synthese und Rapid Spin. Wenn wir da irgendwie die Weakness Policy getriggert kriegen, sieht der halt auch. Macht der auch nichts gegen Slowking. So, und hier werden wir einfach mal weiter R-Cuttern. Ist leider unser bester Move. 34%. Shadow Claw, okay. Schauen wir uns mal das Set an. Kyurem. Physisch nehme ich an. 29 bis 35, der ist ohne Attack Investment. Ah ne, wait, wir sind plus 1. Dann ist der wahrscheinlich 2. Ne, was mache ich hier? 252 Attack mit Shadow Claw. Bis 35, ja, das haut hin. Das heißt, wir Strange Seppen hier mal. Lowern ein bisschen Attack. Und danach gehen wir wahrscheinlich nochmal raus. Also der wird halt dank des Toxics nicht sweepen können. Hätte ich vielleicht doch den Instant killen sollen. Strange Sepp, wir sind wieder full. Freeze Dry, okay. Der ist was Komisches. Ich denke, ach so, 31% trotz Screen, das ist echt viel Schaden. Freeze Dry 57 bis 67 durch 2. Wir sind plus 1. Ach, das ist ja wirklich ein bisschen anstrengend zu kalken. Lightscreen 19 bis 22, also der ist auch irgendwie Full Special Attack. Nicht mal dann haut das hin. Ich bin äußerst verwirrt. Ja, wir gehen einfach mal nochmal für R-Cutter. Wenn wir den Low haben, bin ich, denke ich, auch recht happy.
Okay, also Scarf kann er obviously nicht sein. Das heißt, wir kriegen jetzt eigentlich einen Kill mit Urshifu. Akrobatik. Der hat kein Item. 32 bis 38, wenn er ein bisschen HP hat. Und wir haben noch das Lichtschild. Also wir sollten auch hier tanken. Wir drücken hier Akrobatik. Eigentlich kann er hier nicht raus, genau. Sehr schön, wir kriegen Kill. Ich denke, jetzt kommt Torn, der wird U-Turn. Einfach um Belebekraft wieder hochzuheilen. Allerdings hat er auch noch nicht potenziellen Aqua-Jet gescoutet. Dermais kriegt uns nicht gekillt, weil wir noch das Schild haben. Waren das echt 8 Züge? Tornados. Okay, wir leben eigentlich einen Hit. Tornados. Wenn der offensiv ist. Lightscreen. 69 bis 82. Na gut, vielleicht leben wir doch nicht so gut. Wir gehen ins Locking. Hurricane kommt. 17%. Trotz Screen. Was heißt das? Gute Frage. Hurricane 15 bis 18. Ja, der ist einfach offensiv. Problem ist, der tankt auch noch einen Hit. Wir könnten hier auch mal für Callmind gehen. Nee, wir gehen für Psychic. Vielleicht Nocturne. Ja, wenn der jetzt plus 2 geht, könnte es kritisch werden tatsächlich. 61 bis 72. Na gut, dann wollen wir noch leben. Ne, wir gehen hier für Psychic. Falls das heißt, mir tot. Second will. So oder so, denke ich, ein interessantes Match. Wir kämpfen auch schon ewig. Oh, ich wollte Team bilden mit Levin. Das ist natürlich nice. Knockoff, okay. Wir kriegen die Weakness Policy. Killen deswegen. Das ist super gut für Urshifu. Oh mein Gott. Seismitoad kommt. Ja, wir müssen jetzt wieder raus in Miltang. Weil der EQ killt uns natürlich. Wir könnten auch in Urshifu gehen, aber den Health zu haben ist, glaube ich, sinnvoller. Obwohl, dann würden wir halt wieder einen Kill kriegen. Aber ne, der könnte auch scoren oder so ein Mist. Wir gehen ja mal in Miltang. EQ wird jetzt kommen, ja. Critted, danke dafür. Wir machen ja mal Milky Drink. Genau, Basul kommt rein. Den EQ haben wir schon gesehen. Probably müssen wir jetzt... ne, in Urshifu müssen wir... bringt, glaube ich, nichts. Ich glaube, ich gehe ja mal für... Nein, mach eben plus 6 halt auch nichts. Kann ich mir nicht vorstellen. könnte höchstens das Set scouten. Basul. Ja, wir machen 8,6 bis 10%. Die können jetzt ein bisschen Power Up punchen, aber das hilft auch nicht viel. Also Miltang macht halt auch nicht mal unendlich viel. Ich kann leider nicht so richtig in Slowking gehen. Weil der halt Two-Hit ist. Earthquake macht nicht viel. Slowking 61 bis 72, das kann ich leider nicht machen. Das heißt, ich muss drin bleiben. Ich gehe, glaube ich, tatsächlich für Power-Up-Punch. Und warte, bis der hier
down geht. Ist leider das in meinen Augen sinnvollste. Ich kann den ja mal Full Def einstellen. Plus Def. Ja, 2%, das ist natürlich mächtiger Schaden. Drain Punch hat er auch, okay. Ja, wir machen mal Milky Drink. Okay. Ja, also vermutlich müssen wir doch in Urshifu, weil wir hier sonst nicht weiterkommen. EQ kommt, das ist sehr gut. Und dann gehen wir jetzt, glaube ich, in Urshifu und müssen dann Akrobatik drücken. Was den halt auch nicht killt. Bei weitem nicht. Und Rocky Helmet Chip kriegen wir auch noch. Ja, ich glaube, ich gehe hier für Ice Punch, um dir noch ein bisschen Schaden mitzugeben. Oder brauche ich den noch mit ein bisschen HP? Eigentlich nicht. Also das ist halt schon noch gut, aber... Ah, es ist knifflig. Ich muss mal überlegen. Der hat 52 gemacht mit Drain Punch. Das ist echt nicht viel. Also ich denke mal, der hat gar keine Tech. Das heißt, der macht Urshifu 31 bis 36. Das. Nee, ich kann hier nicht hart in Urshifu. Miltang plus 1 macht mächtige 9 bis 11% Schaden. Ja, das ist natürlich ein Witz. Aber. Was soll ich machen? Freeze vielleicht. Oh, wir tanken sogar. Okay. Und jetzt ist halt die Sache. Ihr könnt jetzt halt boosten. Und wir gehen down für nichts. Und der kann halt noch gegen die anderen beiden das gewinnen. Deswegen denke ich, glaube ich, ich gehe jetzt in Urshifu. Ist wahrscheinlich hoch gepokert. Urshifu kriegt von IQ 30 ungefähr, dann sind wir bei 40. Dann killt halt Drain Punch. Nee, ach, das ist. Aber wir gewinnen halt noch gegen Seismitoad und gegen Delmice. Was Slowking nicht unbedingt hinkriegt. Wir gehen jetzt Urshifu. Oder? Schwierig. Ich könnte auch Slowking sacken. Aber der nimmt auch noch von allem einen Hit. Delmas macht mir nichts und Seismitoad sollte ich einen Hit auch noch tanken. Ja, wenn er jetzt boostet, ist es gut. Gut gespielt. Aber er darf mich eigentlich nicht so for free reinkommen lassen. Ja, ist ja 50-50 intensiv, glaube ich, das Game. Bis 83,4 machen, wenn er absolut Fist-Def ist. Aber ich denke mal, ein bisschen Speed könnte halt auch haben. Nee, aber... Okay, wir droppen. Er geht für EQ, das ist gut. Also, obviously gehen wir jetzt in Urshifu. Drücken Akrobatik. Wir haben 10% gemacht und waren plus 1. Das heißt... Ach nee. Mit Miltang. Ja, der ist einfach komplett für Stuff. Hätten auch mehr machen können, aber. Ne, wir gehen jetzt hier für Akrobatik. Er muss eigentlich drinnen bleiben, weil die anderen Mons sterben ja einfach. Hat er nicht viel gekonnt. Würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn Basol fällt, cleant, glaube ich. Oh, Shifu.
Also ich kenne natürlich den letzten Move noch nicht. Akrobatik 68, das ist echt nicht so viel. Aber wir leben. Und wir gehen jetzt nochmal für Akrobatik. Und nehmen den dann hoffentlich raus, ohne an Rocky Helmet zu sterben. Delmas könnte halt auch nochmal Rocky Helmet sein. Deswegen gehe ich vielleicht gegen Delmas in Slow King. Er wird ja nicht zwei Geistattacken spielen, oder? Ich glaube, ich mache das so. Wenn der hier Rocky Helmet hat, kann der mit Seismic Throw noch gewinnen. Rapid Spin, okay. Wir Slack offen mal. Oder, nee, ich glaube, ich gehe gleich für Psychic. Ja, ich habe Angst vor Rocky Helmet. Möglicherweise habe ich das jetzt gechoked, aber ich habe kein Item. Ich müsste halt noch eine normale Attacke spielen. Er könnte auch noch EQ haben. Wie viel macht das? Delmas. 11 bis 13, also der hat keine Tech, das ist schon. Ach ne, falsches Mann. Slowking. 11 bis 14, ja, der hat keine Tech. Poltergeist trifft uns nicht mehr. Earthquake macht 50% plus minus. Ne, wir gehen für Psychic. Rapid Spin, okay. 40%, jetzt heilen wir uns mit Slack off. Er hat Synthese, okay. Ich kenne alle Attacken, das ist wunderbar. Wir gehen jetzt für Call Mind. So. Jetzt zweimal für Psychic. Pranawatz kann er nicht reinschmeißen. Der droppt. Eigentlich sollten wir das gewonnen haben. Wenn wir jetzt nie ganz. Wie viel macht uns Seismitort? Falsches Set. Seismic Toad, Yu-Yu Defensive Stealthfox mit Earthquake. Ja, 50% ungefähr. Das heißt, wenn er jetzt spinnt, sind wir bei 59 und leben noch. 60%. Also der müsste Attack spielen. Und danach noch Urshifu killen. Wir gehen jetzt für Psychic. Oh, er crittet. Okay. das heißt, also wir sollten den eigentlich immer killen. Oder übersehe ich was? Drain Punch macht 27 Min. Oh yes. Wir gewinnen das noch. Oh. 1-0 gewonnen. Krass. Mit Drain Punch. Ja. GG an dich, Gwen. Nices Match. Mit glücklichem Ende für mich. Ja, das hilft uns natürlich auf jeden Fall weiter in der Tabelle. ja, war das befürchtet schwere Match. Kyurem hat mich zum Glück nicht zerstört. Aber trifft Zeppeli leider auch nicht so viel gemacht, wie er sollte. Ja, ich hoffe, es war schön anzusehen. Ich würde denken, ja. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.